Willkommen auf der Saatbox, heute ganz frisch angekommen von Peppermint Anime zugeschickt, und zwar Fate Kaleidliner Prisma Ilia 2, nur ich mit der 2. Echt cool. Vielen Dank an dieser Stelle, und ich habe noch was Cooleres zugeschickt bekommen. Das ist allerdings nicht für mich und zählt auch nur als Teaser. Ich weiß noch nicht genau, wie ich es mache, wahrscheinlich als Video dann. Muss man da mal schauen, und zwar, tada, aber das nur mal so kurz als kleiner Teaser. Jetzt geht es erstmal hier drum, was hier alles Schickes drin ist. Und dazu erstmal die Folie ab. Muss ich die Schere rausholen? Nein, muss ich nicht. Fingernägel reichen aus. Freue mich echt, dass die Serie noch synchronisiert erscheint. Ja, der FSK-Flatschen ist mal aufgeklebt, kann man also abbiebeln. Und das Frontdesign gefällt mir wirklich schon sehr gut. Hier sind die Episoden 1 bis 10 drauf plus die OVA. Mit den Sprachen Deutsch und Japanisch und deutschen Untertiteln. Laufzeit, es geht insgesamt 250 Minuten. Bildformat ist 16 zu 9 Full HD. Die Sprachausgaben sind jeweils in 2.0. Als Bonus haben wir noch drauf 5 Mini-Episoden, Clean Opening und Clean Ending. Und dann noch etwas, was nicht mit drauf steht. Wo ich mich frage, warum das nicht extra noch mit drauf geschrieben wird. Aber gucken wir mal nach. Gucken wir uns erstmal die Discs an. Mit Kuro und Ilya vorne drauf. Sieht schon echt cool aus. Wobei das pinke Design gefällt mir sogar fast ein bisschen mehr. Dann haben wir hier, achso, so rum, hier die Episoden 1 bis 6 drauf. Und hier die Episoden 7 bis 10 plus die OVA. Das habe ich schön verdickt gehalten. Gucken wir mal, was noch als Extras mit dabei ist. Artcards. Und davon 4 Stück, wenn ich das jetzt richtig sehe. Gut, hinten sind sie weiß, also weniger spektakulär, aber es geht ja um die Vorderseite. Wie fröhlich Kokos aussieht. Ja, falls ihr euch das gute Stück kaufen wollt, schaut gerne in der Videobeschreibung bei den Link vorbei. Und falls ihr wissen wollt, was es hiermit auf sich hat, folgt meinem Kanal, dann kriegt ihr das rechtzeitig mit, denke ich mal, hoffe ich mal. Und aktiviert die Glocke. Das ist das erste Mal, dass ich das sage. Es fühlt sich so dreckig an. Egal. Bis zum nächsten Mal. Ciao.